Hallo, ich bin Lena und das ist meine Mutter Maike. Wir beide kommen aus Leverkusen und sind heute wieder in der Natur. Wir sind auf dem Naturgut Ophofen und bei manchem Baum und mancher Blume hier fragen wir uns, was ist das eigentlich genau? Ja, deswegen testen wir heute die App Flora Incognita. Flora Incognita heißt so viel wie unbekannte Blume oder Pflanze. Die App wurde von der Technischen Universität in Ilmenau und vom Max-Planck-Institut in Jena entwickelt. Und auch wenn man gar keine Ahnung hat von Bäumen oder Blumen, kann man mit dieser App ganz leicht Pflanzen bestimmen. Ja, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Gute Idee. Dann lass uns doch mal rausfinden, was das für eine Blume ist. Okay. Dann öffne ich jetzt die App und was muss ich dann machen? Ich denke, auf Pflanze erkennen drücken, oder? Gut, dann mach ich das mal. Ah, jetzt muss ich gucken, welche Pflanzengruppe das ist. Ich würde mal sagen, es ist Wildblume oder Strauch. Was meinst du? Sehe ich auch so. Gut. So, jetzt muss ich die gesamte Blüte von oben fotografieren. Alles klar. Ja, dann mach ich das mal. Ich halte mal ein bisschen wackeln. Okay. Gut. Da muss ich warten, weil es lädt. Oh, erkannte Art. Oh, es ist eine gewöhnliche Knoblauchsrauke. Das hat ja prima funktioniert. Probiert es doch auch mal aus. Wichtiges auf einen Blick. Von vielen Apps, die wir getestet haben, scheint uns diese App als gut geeignet. Sie ist kostenfrei. Die App ist geeignet für iOS und Android. Flora Incognita kann in der Natur, aber auch im Garten oder auf dem Balkon genutzt werden.